Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Gartenlife. Ach, so schön umgestellt alles und dann habe ich nicht mehr dran gedacht, als ich die Dinge hier platziert habe, dass ich hier eigentlich von der Seite ran muss noch an diese, wie heißen sie? Nieswurz? Nee, ich weiß es nicht. Also die Klematis haben wir jetzt hier jedenfalls hier rein, aber die muss ich jetzt halt auch gleich wieder rausschmeißen. Weil das geht natürlich nicht. Ich kann die Klematis nicht hier drin lassen, wenn genau hier dahinter die Dingsies sind, hier die Pflanzpötte. Also von daher müssen wir die wieder raustun. Ist etwas doof gelaufen, muss ich wirklich zugeben, aber okay. Jetzt habe ich schon überlegt, wie ich es am besten mache. Ich mache es jetzt einfach so, dass wir... Jetzt hoffe ich nur, dass die Ausrichtung einigermaßen passt. So, dann drehen wir das mal und dann machen wir die Klematis jetzt einfach daher. Einmal und zweimal und dreimal ist jetzt vielleicht auch nicht gerade die schönste Lösung, aber ich denke, das ist dann immer noch besser als, ne? Ist also mir jetzt erst einmal egal. So. Dann das hier weg, das hier weg. Wir brauchen die Klematis. Und zwar, ich meine, im Grunde sind die ja auch relativ klein, ne? Vielleicht, wenn wir drei Stück machen pro Stück, das wäre doch auch in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz die tatsächlich brauchen mit den Ranken, aber wir könnten es doch so machen, dass wir nur drei Stück machen pro. So und so. Vielleicht ein bisschen näher zusammen. Hier können wir nämlich das da wieder wegmachen. Und für die anderen drei machen wir eben jetzt dann da die Platzhalter noch her. Vielleicht so rum. Einmal, zweimal und dreimal. Dann weiß ich, dass bei der Klematis noch die drei fehlen. So. Dumm ist jetzt halt allerdings wegen Gießen. Aber okay, das ist halt jetzt halt einfach so. Nimm das mal hoch. So, und den stellen wir jetzt halt hier vorne mit dran. Dann haben wir das hier alles schön mit drin. Ja, und da hinten steht ja auch noch eine in der Ecke. Da steht noch eine. Aber ich denke mal, dass der okay ist dafür. Das Einzige, was hier noch fehlt, das wäre jetzt ein Sprenkler. Dann kommen wir hier auf jeden Fall ran. Ja, das ist doch gut. Ich glaube, das ist okay so. Ärgert mich natürlich jetzt ein bisschen, aber ist okay. Ich kann es nicht ändern. Weil ich brauche hier noch mindestens die zwei Pötte und das würde da drüben zu eng werden mit drei Pflanzen in einem. Von daher muss ich es leider so machen. Ich kann die natürlich auch am Boden pflanzen, aber das mag ich nicht. Ich will nicht die ganze Zeit nach... Naja, ist egal. Jedenfalls die Klematis haben wir jetzt ja da. Das nächste wäre dann heute die Jasmin. Die Jasmin, da gucken wir jetzt mal, wie viele Farben da noch fehlen. Jasmin. So, Jasmin haben wir alle drei Farben. Das ist doch gut. Jetzt ist nur die Frage, haben wir alle drei Farben da hinten schon reingebuddelt oder nicht? Wollen wir gleich sehen, ne? Ja, haben wir. Einmal, zweimal und dreimal. Ja gut, da habe ich ja den Ballon eigentlich extra hin, ne? Dass ich das eben sehe. So, und da das drei Stück sind, ist jetzt die Frage... Nee, haben wir nicht. Ach doch, da, freilich. Oh Gott. So, raus mit euch. So machen wir das. Ach so, Moment. Zack.
wie mache ich das jetzt mit dem Wasser? Wir haben da unten drunter ja auch das Wasserding stehen, ne? Das heißt, den da können wir eigentlich auch wegtun. Weil dann haben wir den da hinten in der Ecke. Und dann machen wir die Jasmin einfach hier davor. Das ist immer schräg, ne? Ich glaube, so ist es gut. Gehen wir fast bis ran an die Mauer. Bleiben wir ein bisschen weg nur. So, zwei solche Gitter. Passt. Normalerweise sollte das... Nee, tut's nicht. Also holen wir uns nochmal einen weiteren. Und wir tun gleich mal die Samen rein. Moment. Erstmal den... Erstmal den Dreck noch raus. Dann Jasmin. Können wir einmal rosa, zweimal gelb reintun. Weiß behalten wir. Dann kommen die Blüten raus. Halt. Was wollte ich jetzt holen? Ach so, ja. Da keine mehr von den Insektenhotels. Die will ich nicht wegtun, auch wenn die sich überlappen, aber das ist mir einfach ein wenig zu nervig mit dem Ungeziefer. Ich hätte bloß gern da hinten noch einen. Naja gut, müssen wir halt bei Leslie kaufen, es geht nicht anders. So, und dann machen wir hier die drei Stück hin. Einmal der dann eben hier in die Mitte. Das sollte ja trotzdem gehen. Zweimal und Nummer 3. Inklusive Ballon. Den ich einfach hier dazwischen stelle. Oder warte mal, den kann man doch hier... Wenn das ja eh hoch wächst, dann platzieren wir das einfach da an der Stange. So, das Wasser können wir lassen. Perfekto. Eigentlich perfekto. So, wir schauen noch mal ganz kurz durch, ob irgendwo neuer Samen mit dabei ist. Ich glaube, die bleiben ja, wie sie sind, ne? Aber wir hatten ja trotzdem irgendwie einen neuen Samen mit dabei. So, die Tulpen kommen dann auch genau hier rein, ne? Aber ich denke, das war euch klar. Nee, da ist auch nur ein grüner. Bei den Rosen irgendwas. Nee. Da auch nicht. Drüben nochmal gucken. Jetzt werfen sie alle Samen raus, ne? So langsam. Weil ich die halt auch nicht einsammle. Da ist auch nichts Neues. Gerade bei den Rosen, ne, das ärgert mich schon. Dass sie fehlen noch so viele. Okay. Dann schmeiß mal das zurück. Das kommt wieder darüber. Und das Ranggitter kommt hier mit rein. Und dann gehen wir jetzt einfach mal nach Haus. Und es regnet. Am liebsten würde ich gleich den... Warte mal, kann man das machen? Tatsächlich, ich kann das vorspringen. Da könnte ich quasi bis zum Frühling könnte ich wieder nach vorne springen. Ich werde da nicht drum rumkommen, dass wir da mal alles einsammeln. Naja, gut. Ist halt so, ne? So, hier passt alles.
Da haben wir ein bisschen Unkraut. Da wäre es eigentlich nicht einmal so verkehrt, wenn ich tatsächlich mal so einen Unkrautwagen da herstelle. Gibt es da noch was unkrautmäßig? Nee, doch da. Neue Samen gibt es aber auf jeden Fall nicht. Da haben wir noch mal. Wie schon mal gesagt, mich stört es nicht, wenn ich das Unkraut so rauszupfe. Und ich glaube, von den Wägen habe ich eh viel zu wenig. Gut. Rosen. Nichts Neues. Nichts Neues bei den Rosen. Ist in Ordnung. So, gut, weg damit. Dann haben wir jetzt, die Jasmin haben wir jetzt gemacht zuletzt. Das heißt, wir haben als nächstes die Iris. Da haben wir 3 Samen. Die war doch auch relativ weit vorne, ne? Nieswurz. Iris. Ja, da haben wir auch alle 3 Farben. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich da vorne einen Ballon drin habe. Aber 3 Stück würde ich dann sagen. Habe ich keine Pflanzdinger mehr? Oh Mann, Mist. Stück. Ja, Ballon habe ich. Aber die anderen 2 Farben habe ich nicht, ne? Ich habe jetzt, glaube ich, hier nur eine Farbe gehabt, oder habe ich 2? 2. Ist in Ordnung. So, dann kommst du hoch, du kommst runter. Dann würde ich nämlich gerne 2 Pflanztische da herstellen. Was natürlich nicht geht, wenn ich die nicht habe. Das heißt, wir müssen einmal zu Leslie. Ich glaube, die Pflanzteile, die gibt es ja trotzdem noch. Habe ich eigentlich was? Nein. Oh, sorry about the mess. Come on in. Einen brauchen wir nur noch. Dann haben wir nämlich, dann haben wir nämlich alle. Ja, ist ja gut, schreib mir nicht so an. Die immer am Babbeln. Na komm, lass mich. Ich will. Danke. Also tun wir mal den Ballon nach oben ganz kurz. Auch nie, das ist ja gleich noch schlimmer. Ja, so taucht es mir. So, 4 Stück haben wir. Das heißt also einmal und zweimal. Zwei Farben haben wir. Ich weiß, die sind schon otzig, also die sind schon riesig, aber ich mag die nicht am Boden pflanzen. So. Zweimal und kann ich einen Laubhaufen platzieren? Ja, okay, das ist zu viel. Dann holen wir uns einmal noch 2 Steine und vielleicht auch noch die anderen Samen einfach. Iris. Oder den einen Samen noch. Genau, schwarz kannst du raustun. Hä, wie komme ich jetzt
Auf 3? Hä? Jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Könnt ihr nicht einfach jeder Blume 5 Farben geben und fertig? Oder 4? Ipo, Iris. Ja, 3. Entschuldigung. 3 Farben sind es. Na gut, dann nehmen wir halt noch eine schwarze mit. Dann haben wir halt dann 2 schwarze drin. Ist doch egal. Oder hier nochmal so eine. So. Hauptsache die hier. Und die dann noch als Lückenfüller. So. Dann platzieren wir einen Ballon. Passt. So, da haben wir den Ding platziert. Das passt also. Da haben wir die Steine, da haben wir das. Das ist fertig. Okay, also ich finde es jetzt nicht so schlimm mit dem Bereich, wie ich das jetzt angelegt habe. Ich finde es auch ganz gut hier mit diesem Tunnel. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Tulpen wegschaffen. Tulpen sollten wir doch jetzt eigentlich alle Farben haben. So. Tulpen. Da hätte ich, glaube ich, auch nach vorne gekonnt und wieder zurückblättern. Ich kenne leider den lateinischen Namen für Tulpe nicht. Dann wüsste ich's. Rose, Flieder, Tulpe. Tulipa. Okay. Uns fehlt eine, ne? 2, 4, 6, 8, 10. 10 Stück. 4 in einen Kasten. Das heißt, wir bräuchten auf jeden Fall nochmal Pflanzkästen. Weil wir haben ja nur. Wir haben ja nur 2. Oh, lovely to see you again, dearie. Bin schon wieder dran vorbei, ne? Da. So, jetzt nehme ich gleich 4 mit. You take care. So, 12 Stück. So. Vielleicht habe ich da mehr Glück, wenn ich das schräg ansetze. Ich weiß nicht. Baut es hin. Einmal. Zweimal. Der geht halt voll rein in den Kasten, was mich aber jetzt überhaupt nicht stört. Weil ich muss ja nicht bis dahin gehen. Warum ist das dann nicht, wenn ich es 90 Grad drehe, warum ist das dann nicht gerade dazu? Ja, das ist komisch, ne? Wenn ich es so da habe, dann ist es eigentlich nicht die gleiche Ausrichtung. Das ist krumm. Aber jetzt halt, wenn ich es so drehe, dann habe ich es eigentlich. Ne, denk nicht drüber nach. Platziere es einfach. Oder sind die so unterschiedlich, wenn ich sie einmal so und einmal. Ja, die sind tatsächlich so unterschiedlich. Warte mal, da gehe ich. Gehe ich dahin. Dann können wir später da noch andere Pflanzen mit reinmachen. An die Ranken. Efeu zum Beispiel einfach noch da hochranken lassen und dann ist gut. So, eine Farbe fehlt noch, haben wir gesagt. Das heißt, wir schneiden jetzt erst einmal alles. Ich hätte die schon viel früher mal abschneiden sollen. Gerade die rosanen, die ich ja brauche für die Blumen, für die Sträuße. Ne? Mann.
Da habe ich wieder nicht dran gedacht. Ach ja, stimmt, das Ding kommt ja auch noch weg, ne? Voll. Aber gut, so viel kann es ja nicht sein. Weil das meiste stapelt sich ja übereinander. Ein neuer Samen. So, schauen wir mal rein, wie viel jetzt halt hier gelandet ist. Gar nichts. Hat es genau gepasst sozusagen. So, einmal Dreck raus. So, zurückblättern geht genauso schnell wie vorwärtsblättern. Dann haben wir hier die Rosa. Das ist Iris. Moment, Iris tue ich jetzt mal noch da vorne. Rote Tulpe, rote Tulpe. Gelb, gelb. Bunt, bunt. Weiß, weiß, schwarz. So, dann gehen wir kurz auf die Iris. So, und jetzt schnappen wir uns von den Tulpen jeweils einen Samen. Damit haben wir 9, 10 Hammer. Halt, was tun denn? Nein. Einen kleinen Stein bitte. Hier. So, fangen wir einfach mal da hinten an. Wenn wir 10 Stück haben, dann könnte ich auch 5 Kästen machen. Dass wir immer 2 Reihen machen. Oder ja, doch 4 Kästen mit 3. Das ist doch okay. 4 Kästen mit 3 Stück. 2. 3. Ups, das war ein Sprung zu weit. Ja, was rechnest denn du? Dann hast du ja... Ne, ist egal. Wir machen einfach die jetzt einzeln rein. Warte mal, hier können wir nur 2 reinmachen jetzt zum Beispiel. Dann hätten wir jetzt im Grunde hier nochmal eine. Und dann haben wir unseren Platzhalter für die letzte Sorte. So. Wenn das erst einmal fertig ist, dann denke ich mir mal, ist es okay. Gut. Jetzt. Ballon hatte ich jetzt halt sonst nirgendwo mehr gebraucht. Gibt es jetzt halt hier noch ganz viele Samen zum Einsammeln. Du kommst mal weg. Dich stelle ich jetzt hier mit her. Oder kann ich dich dahinter stellen? So, weil es eben egal ist, ne? Und da haben wir eh einen Sprengler stehen, der erwischt dann die da vorne alle mit. So, dann haben wir dieses Insektenhotel.
welches wir jetzt hier vielleicht hinmachen können, einfach. Passt. So. Dann ist das gut. Erstmal gut. So, dann schmeißen wir mal die Sachen hier raus. Ich habe irgendwas vergessen. Ich sehe schon. Ich sehe es schon kommen. Ich habe wieder irgendwas vergessen. Dann würde ich sagen, dass wir, jetzt gucke ich mal drauf, wir brauchen rosa, aber wir haben immer noch keine neuen Samen. Von daher sammeln wir jetzt mal die Samen hinten bei den Rosen ein und hier bei den anderen Dingern. Da ist was Neues. Hortensie blau. Und Hortensie dunkelrot. Moment. Hortensie. Nein, brauche ich gar nicht. Ne, war nichts Neues sonst dabei. Okay, aber wir können die Hortensien reintun. Hortensie blau und dunkelrosa. So. Rest kommt rein, halt. Da schauen wir doch mal. Flieder zuerst. Flieder dunkelrosa. Blassblau. Das ist dann rosa. So, dann haben wir die Hortensie als nächstes. Was bist du? Dunkelrot. Habe ich da jetzt... Hä? Dunkelrosa. Ja, das ist ja eine Hortensie. Das auch nicht. Blassgrün. Das ist rose. Habe ich dann jetzt die falsche gepflanzt? Ist ja egal, ne? Warum ist rein? So, und dann haben wir Rose, Rose-Weiß, Lila und Rot. Und Rosa brauchen wir. So, gut. Dann sind jetzt halt eigentlich nur noch mal Samen einzusammeln. Das ist alles mal zu schneiden. In der Hoffnung, dass dann hier auch mal neu kommt, würde ich sagen, dass ich hier mal den Dünger drauf schmeiße. So, da wolltest du eigentlich welche platzieren. Das könnten wir jetzt halt mal noch schnell machen. Kann ich den dahinter stellen? Nee, ne? Aber gut, der macht ja sich hier auch nicht schlecht, ne? Stellen wir da einen hin. Hier vorne hat man mal einen. Von daher tun wir den einfach wieder her. Da sehe ich wieder nichts. So, den stellen wir dann da ein bisschen schräg her. Da stellen wir es einfach hier vorne ran. Schwupps. Und ganz schön viele, ne, von den Teilen. Ich habe gedacht, dass ich nur 3 Stück habe oder so. Passt es ja wunderbar hier in die Ecke und hier. Oh je.
Nee. Ja, passt schon. Ist schon gut. Hauptsache raus aus dem Lager und hier irgendwo hingestellt. Naja, gut, und das bisschen Unkraut, was ich noch selber zupfen muss, das ist ja auch egal. Na gut, dann haben wir es für heute geschafft. Es tut mir auch leid, dass es so ein mieses Wetter jetzt war. Hauptsächlich. Ich fahre jetzt gleich mal nach Hause. Tag 25. Vielleicht kann ich ja möglichst schnell den Herbst überspringen, weil ich mag auch diese Regentage überhaupt nicht. Ich mag das im Spiel, also es stört mich generell nicht, dass es regnet. Es stört mich ja immer nur für die Aufnahmen, weil da ist ein schönes Wetter immer schöner. Logisch, logisch. Ja, so gefällt mir das, wenn das da hoch wächst. Wenn du dann noch hier so drüber wächst, dann ist es nochmal perfekter. So, wir haben ein bisschen Ungeziefer. Da kümmere ich mich dann noch drum. Ich denke, dass ich hier generell mal einen Rundumschlag mache. Alles mal die Samen einsammel, verteile. Und alles an Pflanzen mal schneid und so weiter. Sollte ich tatsächlich einen neuen Samen finden, dann sage ich euch das natürlich beim nächsten Mal. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, schönen Sonntag. Wir sehen uns am Montag wieder. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.